super schön große Dachgeschosswohnung, 5 Zimmer. Wohnung in der Sanierung. Wir haben großes Dielenbereich. Gucken wir gleich mal nach links. Aber wir fangen mal rechts an, weil wir schöne große Zimmer sind mit Durchgangszimmer. Wir haben nämlich 2 Dielen hier. Hier ist die nächste. Fangen wir erstmal im kleinsten Zimmer an. Ganz, weil es halt ein Dachgeschoss ist, natürlich auch Dachschrägen, Dachfenster. Kleines Zimmer, wie gesagt, Wohnung in der Sanierung. Große 5 Zimmer, Dachgeschoss. Schön 3er oder 4er WG geeignet. Blick ins kleinste Zimmer, was auch ein Durchgangszimmer wäre, wenn man möchte. Nächste Zimmer. Hier ein paar mehr Dachschrägen, ein paar mehr Balken. Wie gesagt, Dachgeschoss, 5 Zimmer, sehr, sehr groß. Das ist das letzte Zimmer. Das ist das gefangenste Zimmer von allen. Aber super schicke große Wohnung. Also hier wurden halt nur Dachfenster genehmigt, nur Schräge. Schade. Jetzt sind wir im größten Zimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftszimmer, wenn es eine WG ist. Hinten ist noch eine kleine Abstellkammer. Wie gesagt, 5 Zimmer, Dachgeschosswohnung saniert, Wohnung in der Sanierung. Wir kommen jetzt durch die erste Diele wieder durch. Jetzt haben wir hier einen schönen Blick durch die zweite Diele. Jetzt haben wir hier nochmal 2 fast gleich große Zimmer. Mit ganz wenig Balken. Blick mal ins Zimmer, fensterseitig. Wie gesagt, Wohnung in der Sanierung. Jetzt kommen wir ins 5. Zimmer. Wie gesagt, die Male sind unterwegs. Super schöne große Dachgeschosswohnung in der Sanierung. Jetzt nochmal ein Blick fensterseitig ins Zimmer. Super hell natürlich auch, obwohl es draußen regnet und trüb ist und einfach nur alles Wetter. Aber sehr helle Dachgeschosswohnung in der Sanierung. Jetzt fehlt die Küche noch. Da gehen wir jetzt hin. Die Küche ist ein bisschen kleiner.
aber trotzdem bei einer 5-Zimmer-Wohnung, Wohnung Dachgeschoss, muss man nicht unbedingt in der Küche essen. Dafür sieht man dann mal, wie trüb das ist. Aber sehr, sehr helle Wohnung. Blick in die Küche, fensterseitig. Fliesenspiegel. Jetzt fehlt der dichteste an einer Wohnung überhaupt. Nachdem wir den Blick in die Diele haben hier, haben wir rechts ein riesengroßes Wannenbad, zwei ganz große Fenster. Sogar mit Spiegelschrank, Vorhänge-WC, Handwaschbecken mit Ablage, halt riesengroß. Genügend Stellflächigkeiten für Schränkchen. Dann haben wir auch kein Haus direkt gegenüber. Das heißt, wir haben schönen Ausblick und kann keiner reingucken beim Baden. Blick ins Bad, fensterseitig. Super helles Bad, super helle Wohnung. Dann sind wir durch die 5-Zimmer-Wohnung, Dachgeschoss in der Sanierung schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.